Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mal, was ich als nächstes bekommen werde. Das sind Drachenfruchtstecklinge von einem Freund. Hier habe ich einmal die Tech Suite, dann die Sorte Samarano, Pink Panther, dann bekomme ich ein Geschenk, das ist die Sugar Dragon Fruit, dann einmal Condor und eine Yellow Dragon Fruit. Daheim habe ich noch eine weiße, die Giant Vietnamese, und dann bekomme ich noch die Golden Dragon Fruit, ist auch eine gelbe Drachenfrucht, aber auch mit weißem Fruchtfleisch. Ein paar der anderen sind halt in Rot und Lila. Genau, und jedes Stück hat ca. 10 Dollar gekostet, also dementsprechend war auch dann der Preis, aber das sind normale Preise, würde ich sagen. Und dann bin ich mal gespannt, da sind die Markierungen, wie ich sie in die Erde reinsetzen soll. Und hier habe ich ja dann noch die Giant Vietnamese. Da zeige ich euch gleich, wie groß die schon geworden ist. So, das ist die Giant Vietnamese. Da kann ich euch zeigen, dass ich hier den abgeschnitten habe von hier oben. Das waren zwei solche. Hier ist ein neuer Austrieb und hier ist auch ein neuer Austrieb. Und habe hier ein bisschen festgebunden an dem Stecken, dass dieser sich dann festhalten kann. Soll man ja machen, dass der Leittrieb nach oben geht und irgendwann dann zur Hälfte abkappen, dass diese sich dann nach unten verzweigen. Und das andere Stück habe ich gerade hier noch mit eingepflanzt, um sie zu bewurzeln, dann kann ich die mit in den Topf bringen. Ja, was gibt es noch so zu berichten? Ein paar Pflanzen machen mir etwas Sorgen. Meine Papaya. Die bekommt zwar neue Austriebe, aber die sind alle etwas schwächlich. Ich habe jetzt gerade mal die Pflanzenlampe ausgeschaltet, damit ihr das besser erkennen könnt. Dann die Zwergtamarillo, die habe ich auch stark zurückgeschnitten und hier hat sie neue Austriebe gemacht. Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht die irgendwie hergebe. Aber zum Versenden ist die leider zu groß. Also ja, verkaufen wollte ich die, weil sie mir geschmacklich jetzt auch nicht so zusagt. Und man kann auch super Stecklinge machen. Und eventuell diese hier auch dann verkaufen, auch per Abholung, da sie zu groß ist. Dementsprechend dann auch der Preis. Die war auch schon recht teuer. Dann die Cherimoya ist ein Stückchen wieder gewachsen. Kann man hier erkennen. Ist auch ein bisschen schwerer geworden. Ich denke, die Samen haben sich etwas mehr ausgebildet. Die Guaven, die schwächeln ein bisschen momentan. Es fallen immer wieder Blätter ab, obwohl sie eigentlich recht grün aussehen noch. Aber sie treiben auch wieder neu aus an manchen Stellen. Hier ist noch die größte Cherimoya. Die muss ich auch erst ein bisschen erholen. Die hat hier so an den Rändern gelbe Flecken. Aber ich denke, das wird schon. Ich halte euch auf dem Laufenden. Alles weitere gibt es auf meinem Facebook-Kanal. Schaut mal rein und lasst mir einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.